Stencil Graffitis entstehen in den 80er Jahren in Frankreich. In Österreich haben sich vor allem in Linz, Wien, Graz und Innsbruck kleine Szenen entwickelt. Im Moment sind es in Innsbruck ungefähr 7 Leute, die unabhängig voneinander ihre Botschaften als Schablonengrafiken designen und im öffentlichen Raum platzieren. Einer davon hat uns im Interview von seiner Leidenschaft berichtet. Ästhetik ist für mich wichtig, aber es ist auch wichtig, dass ich irgendetwas mitteilen kann. Das funktioniert meistens besser, wenn ich etwas Nettes mache, als wenn ich irgendetwas mache, das nur aus meiner eigenen Egozentrik herausgewachsen ist. Um die Leute auf etwas aufmerksam zu machen, ist es besser, wenn ich den Leuten etwas gebe, worüber sie zwar nachdenken können, aber was sie nicht vor den Kopf stößt. Mir ist es wichtig, gut gemachte Inhalte zu transportieren, denn es ist mir lieber, falls ich mal erwischt werde, dass es sich gelohnt hat und nicht wegen einer Parole wie Schule ist doof bestraft werde. Stencil Graffitis haben neben ihrer sozialkritischen oder rein künstlerischen Aussage auch klare Qualitätskriterien, die gepflegt werden. Forum dafür ist das Internet, wo man Fotos der kleinen Kunstwerke zur Diskussion stellt. Wichtig sind Platzierung, Ausarbeitung und Aussage der Graffitis. Also meine Sachen sind ja schon für eine Zeitung oder für ein CD-Booklet verwendet worden. Das ist eigentlich ganz ein gutes Feedback auf meine Arbeit. Das macht mich schon irgendwie stolz, dass die Leute etwas mit meinen Arbeiten anfangen können. Es geht darum, dass man so viele Leute wie möglich erreicht. Deshalb sind öffentliche große Plätze sehr gut geeignet. Ich persönlich bin mehr ein Freund von Sachen, die man auf den zweiten Blick erst sieht. Die haben teilweise ihre eigene spezielle Wirkung, aber ich bin jetzt nicht ein Fan von Sachen, die einen sofort erschlagen mit ihrer Botschaft. Mich freut es, wenn jemand zur Arbeit geht und 2-3 Mal dran vorbeiläuft und dann etwas entdecken kann. So wie ein kleines Osterei an der Ecke.